Ich komme immer wieder gern hier als Gastregisseur. Ich bin ein tolles Haus, tolle Truppe. Ich mag das Ensemble wahnsinnig gerne. Und das Arbeitsklima ist einfach ganz toll. Von der ganzen Abteilung hinter der Bühne, Top-Beleuchtung, Top-Tonabteilung. Das WLT fährt doch wirklich sehr weit, bis in die Schweiz sogar und fährt Abstecher. Und das ist schon eine große Herausforderung, auch logistisch für alle Beteiligten. Am Schluss startet auch ein UFO, weil die ja wieder zurück ins Weltall auf ihren Heimatplaneten fliegen. Das muss man ja irgendwie zeigen. Und unsere Idee war, das ganze Bühnenbild ist ja sowieso sehr auf der Idee aufgebaut, die auch im Stück ja schon drin steht, Filme, eine Hommage an Kino. Und das ist das Stück ja an sich schon, ist eine Hommage ans Kino. Und unser Bühnenbild besteht eigentlich aus einem großen Zelluloidstreifen. Ich glaube, manchmal ist die persönliche Show, wo es menschlich ist und wo es trotzdem eine gute Unterhaltung, aber mit so einer Ironie und mit einem Humor gibt und wo man sich vielleicht auch selber ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass man jetzt nicht die 40 LKWs vollgeladen hat mit Equipment, viel stärker als das große Perfekte. Ich finde reizvoll, dass man einerseits diese Kultveranstaltung auf die Bühne bringen muss, also diesen Wiedererkennbarkeitswert für die Fangemeinde haben muss und davon ausgeht, dass die Zuschauer eine riesen Party mit dem Ensemble auf der Bühne feiern. Und das ist auch toll, also darum geht es ja auch in dem Stück ein bisschen, Don't Dream It, Be It heißt es an einer Stelle und das ist einfach die Chance auf einen verrückten, tollen Partyabend.